Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Anno 1602 History Collection. Ich mache mal ganz kurz einen kleinen Check. Da ist die Musik kurz weg. Okay, ich wollte nur gucken, ob die Aufnahme wirklich läuft, weil ich muss erstmal rausfinden, wie sich das jetzt verhält, das Spiel und so weiter. Kann man raustabben und bla. Ja, kann man tatsächlich. Man kann problemlos raustabben, das Spiel läuft ganz normal weiter. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Okay, so. Beim letzten Mal haben wir hier schon ein kleines, gemütliches Städtchen aufgebaut. Und, es wäre gut, wenn wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle generieren, denn wir sehen, wir sind leicht im Minus. Da müssen wir unbedingt dagegen halten. Und ich sehe gerade, hier hinten haben wir ein wenig freie Fläche. Dann lasst uns die doch einfach mal direkt nutzen. Was wächst denn hier nochmal? Weintrott, Zuckerrohr. Zuckerrohr klingt gut. Dann machen wir doch mal zwei Zuckerrohrplantagen. Erweitert seine Flotte. Ja, die haben schon eine Werft. Könnten wir halt theoretisch auch bauen. Werde ich auch bald bauen. Schon einzig und allein aus dem Grund, damit wir unsere anderen Inseln anständig nutzen können. So. Eine Brauerei. Entschuldigung. Rumbrennerei. Erstmal richtig schön Schnaps aus dem Feld ziehen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Wolle. Die Mucke, ne? Die ist so... Oh. Da kriege ich mehr als nur eine Gänsehaut. Da kriege ich eine Entenhaut. So, warte mal. Wie gesagt, erstmal noch mit Schaffarm, ne? Das geht jetzt halt erstmal nicht anders. So, dann machen wir hier irgendwie noch einen Marktplatz hin, damit wir hier noch ein bisschen Gebiet erschließen können. Roden natürlich den Wald komplett weg und nehmen den Tieren damit ihren Lebensraum. So, da das Stückchen Wald, das muss reichen. Ich würde jetzt fast sagen Industrialisierung, aber wir sind ja hier bei Anno 1602, nicht bei 1800. So. Okay, jetzt habe ich dem, glaube ich, ein bisschen zu viel Wald gerade weggenommen. Tut mir leid. So. Was aber weg kann, ist der, der und der. So. Ich glaube, ich packe die Schaffarm hier. Die packe ich doch da oben hin. Nein, das ist keine Schaffarm. Wo ist denn unser Werkzeug hin? Hä? Okay. Na gut, wir produzieren hier jetzt zum Glück. Ist also nicht weiter problematisch. Ich war doch gerade leicht verwundert, wo unser Werkzeug hin ist, aber naja gut. So, dann packen wir hier noch eine Weberei hin, für die wir gerade kein Holz haben. Da hat uns irgendjemand die Ressourcen gestohlen. Das finde ich nicht gut. So, ich glaube, die bauen gerade noch aus, kann das sein? Oder haben. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Beziehungsweise die Erzschmelze hier, die braucht ja auch Holz. Aber mit zwei Förstern sollten wir eigentlich theoretisch erstmal ausreichend haben. Aber ich glaube, ich packe sicherheitshalber hier unten noch einen weiteren Förster hin. Auch wenn es sich gebietstechnisch dann ein wenig überschneidet, aber das ist egal. Wir erschließen einfach ein bisschen mehr. So, das war's auch schon. So, wir haben, ich bin schon wieder so voll im Speed-Modus hier. Ich krieg das mal gar nicht mit. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Ziegel rumzufliegen. Die können wir jetzt auch gerade hier nochmal einsetzen. So, das war's auch schon mit Ziegeln. Das geht immer super schnell. Die Wege sind so teuer im Vergleich. Apropos teuer, wir haben noch 1500 Goldmünzen. Aber wir sind jetzt im Plus auf jeden Fall. Oh, und wir haben Alkohol. Das heißt, wir können hier die Steuern richtig schön hochprügeln. Oh. Ich habe gedacht, das hier sind die Steuern gewesen, aber das hier sind die Steuern. Gut, in dem Fall haben wir keine hohen Steuererträge. Scheiße. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und was hilft natürlich immer? Neue Häuschen. Wir brauchen mehr Holz. Okay, hier müssen wir erstmal wieder mit Feldwegen weiterarbeiten. So, dann haben wir das schon mal. Ich beschleunige wieder ein bisschen, aber entschleunige auch gleich wieder, sobald wir hier die Häuserreihen haben. Na, kommt schon. Gib mir dein Holz. Wieso ist es langsam geworden?
Ein Vulkan bricht aus. Ich glaube, der hat noch nie mal eine Feuerwache hier. Da stand mal irgendwas. Ich weiß gerade nicht mehr was. Schön. Ah, der Duft des Feuers eines brennenden Konkurrenten. Ja, er leidet und ich genieße es. Sein Leid ist mein Spaß und meine Erholung. Erholung? Naja, so ein bisschen. Okay, so, wir haben wieder ein bisschen Stuff. Es reucht auf jeden Fall für diese beiden Häuser hier. So, zahlt mal schön Miete hier, Leute. Wir brauchen Geld. Theoretisch könnten wir auch Krempel verkaufen. Nur momentan haben wir, glaube ich, nichts, wovon wir jetzt wahnsinnig viel Überfluss haben. Vor allem Nahrung gehört auch dazu. Wir sollten alternative Nahrungsquellen irgendwie erschließen. Am besten eignet sich da eigentlich immer Getreide. La 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 la. Ach, die Mucke ist so schön. Ja, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall gerade die ganzen... Ach, das ist einfach so ein Track-Ding hier. The History Suit. Das ist, da sind mehrere Tracks, glaube ich, drin. Das sind so quasi die ganzen Originalen hier alle halt, ne? Und das da sind mehrere eigentlich. Halt die neuen. Die können wir auch theoretisch rausmachen. Aber nee, kommen die das mal drin. Die gehören ja jetzt dazu. Ach, diese Bock. Da, da, da. So, ich würde hier gerne noch Häuser hinbauen, aber ich lasse es gerade noch, weil wir noch Nahrung brauchen. Ich sehe hier gerade. Hier können wir auf jeden Fall eine Fischerhütte hinpacken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir Holz, zack. So, da haben wir noch eine Fischerhütte. Ich baue hier noch eine zweite Fischerhütte hin. Und da kommt ein kleiner Weg ran. So. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Nahrung. Ist ein bisschen einseitig momentan noch mit, sage ich mal, nur Fisch. Was anderes gibt's hier nicht. Aber hey. Besser als zu Hunger. So, hier hinten können wir auf jeden Fall noch Farmen hinbauen. Die würde ich dann über einen Pier anschließen. Also wenn wir hier so, ne, sieht er ja dann. Aber da können wir wunderbar noch zwei Farmen hinterklatschen. Wo wir noch ein bisschen Alkohol rauspressen können. So, manchmal ist es ein bisschen verwirrend mit der Drehung, weil die halt sehr abrupt ist. Aber das ist halt so. So, ich glaube, die haben uns tatsächlich sogar Nahrung verkauft. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt wieder Nahrung. Stoff haben wir auch. Sehr schön. Alkohol steigt, aber nur sehr langsam, glaube ich. Okay. So, die sind noch am Ausbauen. Ich werde mal ganz kurz das Material einbehalten, damit wir, Moment, eine Werft bauen können. Da wird nämlich auch langsam Zeit. Hier können wir das Ding ganz gut bauen, auch wenn wir dem... Wir können uns gar nicht leisten. Aber wir können die gar nicht bauen, weil wir sie gar nicht leisten können. Gut, dann sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen sparen. Ich weiß auch, wo unser Geld hin ist. Wir haben Nahrung eingekauft. Gut, ich glaube, Nahrung können wir jetzt auch aus dem Einkauf rausnehmen. Holz würde ich noch drin lassen. Mache ich ein bisschen günstiger hier. Aber wir müssen dringend erstmal ein bisschen Kohle wieder reinkriegen. Gut, dann erlaube ich auch erstmal wieder das Bauen. Weil die Leute, die generieren uns ja das Geld. Und das ist wichtig. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Der hier hat ein kleines, beschauliches Städtchen. Das sieht ganz gemütlich eigentlich aus. Ich frage mich, ob schon irgendjemand Bürger hat, aber es sieht nicht danach aus. Wobei der hier, glaube ich, nicht mehr... Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, die sind, glaube ich, nicht mehr weit davon entfernt. Ich sehe hier noch kein Wirtshaus und keine Schule. Das wäre auf jeden Fall, das bräuchte er noch, aber er hat zumindest schon mal Tabak. Ob er Alkohol hat, ist die andere Frage. Theoretisch könnte er es anbauen.
So, bei Ymir sieht es tatsächlich ziemlich mau aus im Vergleich irgendwie. 194 Einwohner, 273 Einwohner, 241 Einwohner. Und dann haben sie ja noch ihre Nebeninseln, ihren Nebenhoden sozusagen. So, was hast du hier? Du hast auch noch, achso, eine ganz normale Nebeninsel, okay. Auch das eine ganz normale Nebeninsel und hier auch. Boah, hier auch wieder schön der Vulkan. Hätte ich nichts dagegen, wenn der Vulkan eventuell hier mal so ein bisschen rumrasiert, weil eigentlich wollte ich diese Insel haben. Und ich habe sie nicht bekommen. Das macht mich traurig. Okay, so, wir haben wieder ein bisschen Geld. Aber ich würde gerade noch sparen. Ich wollte gerade nochmal Ziegelwege bauen, aber die kosten ja auch wieder Kohle. Das heißt, erstmal wäre es vielleicht schlau, wenn wir noch das Städtchen ein bisschen ausbauen, um ein bisschen Kohle zu generieren. So, machen wir hier eine Kapelle hin. Eine Kapelle. Ah ja, da ist wieder ein Vulkan ausgebrochen. Wir schauen sofort. Wenn wir schnell den Weg fertig machen, damit die nicht rumheulen. Welcher Vulkan ist es denn? Einer, ach, das ist der hier. Auf unserer Insel, die wir noch nicht wirklich besiedelt haben. Unserer Kakaoinsel. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass die Vulkane generell überhaupt ausbrechen. Aber ich glaube, das liegt auch am Schwierigkeitsgrad. Auf einfach brechen die nämlich, glaube ich, nicht aus. Ich bin mir nicht 100% sicher dabei, aber wenn ich mich da recht entsinne. So, dann machen wir hier nochmal. Ein Kappelchen. Dramatische Musik. Noch ein Vulkanausbruch? Nee, das war auch dasselbe. Okay. Ich glaube, die Icons bleiben jetzt einfach ein bisschen länger. Habe ich den Eindruck. So. Ja, hier können wir auf jeden Fall auch noch oben drüber. Versuche das gleich so zu planen, damit wir wegen den Siedlern und so, ne? So, Baumaterial dürfen sie. Ja, können wir daneben auch gleich nochmal. So. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Hütte hier. Können wir Hüttenkäse herstellen? Okay. So. Nedda. Ist ein sehr schöner Stadtname. So, ich finde es auch schön, wie schnell die immer ausbauen, ne? Sobald quasi die Baumaterialien verfügbar sind, wird einfach direkt ausgebaut. Gut, jetzt nicht. Schöner Vorführeffekt. Oh, geil, die Mucke. Da kackt bei mir ja langsam die Stimme ab. Apropos, wenn wir mal ganz kurz heimlich ein Schlückchen trinken, während die hier so schön am Ausbauen sind. Ach, ist aber schön, so ein bisschen zuzugucken, wie die so am Rumwuseln sind. Vernichtet eure Häuser. Ja, danke. Ach so, warte mal. Gab's da nicht in Anno 1602 diese... Ja. Das ging hier noch. Das ging in allen anderen Teilen, glaube ich, nicht mehr. Bei 1503 bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei allen Nachholen mir auf jeden Fall nicht mehr. Das Haus zu ersetzen war auf jeden Fall jetzt gerade günstiger als eine Feuerwache zu bauen. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Moment mal. Diese Meldung kommt meistens dann, wenn er Bürger hat. Ja, er hat Bürger. Denn aus irgendeinem Grund, fast immer, also ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nie anders erlebt, kommen die nicht über 300 Leute, bevor sie Bürger haben. Also die KI. Ich weiß nicht genau warum. Wir haben jetzt schon über 400 und haben immer noch Siedler. Stört mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Weil, insbesondere deswegen, die KI oder unsere Gegner, die kommen maximal bis zu Kaufleuten. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Wenn du Brand hast, dann trink was. So, jetzt muss ich mal, ich gucke jetzt doch wegen Feuerwehr. Ja, machen wir mal hier die Kapelle. Machen wir eine Feuerwache. Ah, die kommt sogar bis nach oben.
Nee, aus irgendeinem Grund gehen die nicht bis dahin. Blabla, nee, das hatte ich schon. Genau, wir haben die ja sowieso in der Hand, weil die KI kommt maximal bis zu Kaufleuten. Das ist die Einwohnerstufe nach Bürgern. Ne? Es gibt ja hier Pioniere, Siedler und danach kommen halt Bürger. Das sind unter anderem diese Hütten hier wieder. Und danach kommen Kaufleute. Und dann ist Feierabend. Danach würden eigentlich Aristokraten kommen, aber dafür brauchst du Gold. Und das Gold... Nein, falsche Insel. Das haben wir. Das einzige Goldvorkommen auf der gesamten Inselwelt. Und das haben wir uns direkt unter Nagel gerissen und das ist halt sehr gut. Denn wie gesagt, sobald wir eine Goldmine bauen können, das können wir ab Bürger, da werde ich die auch bauen und dann bunkern wir erstmal ganz gemütlich das Gold ein. Und sobald es dann soweit ist, ja, dann können wir da auf jeden Fall ziemlich gut Kohle rausholen. Und sichern damit im Prinzip erstmal unsere Zukunft ab. Du kannst eigentlich diese Inselgründung wie eine Altersvorsorge betrachten. So, folgendes. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen für mehr Alk sorgen. Theoretisch können wir Alkohol dann auch verkaufen. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ah, jetzt hat der Blaue anscheinend auch Bürger. Ich sag's ja, vorher kommen die nicht über 300. Ich weiß nicht genau warum. Achso, ich hab's ja anders gemacht hier. So. Wir können auch mal gucken. Ja, da sind Bürgerhäuser. Beziehungsweise je nachdem kommen sie manchmal nicht mal über Bürger. Das hängt ganz davon ab, wenn die KI beschissene Konditionen hat zum Starten, ab einem gewissen Punkt kommt die nicht weiter. Die bleiben quasi auf ihrem Stand. Und dann, naja, dann kannst du sie halt einfach wegrasieren, wenn du Lust hast. Aber schauen wir mal. So, hier brauchen wir auf jeden Fall jetzt nur noch eine kleine Brennerei, haben wir. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal genügend Alk im Keller. Dann sollten uns die Leute hier auch nicht auf den Sack gehen. Bei der Nahrung bin ich mir noch nicht ganz sicher. 88 Tonnen haben wir jetzt hier. 89, aber es liegt daran, wir haben jetzt gerade einen neuen Marktplatz gebaut. Der bringt ja nochmal 10 Tonnen extra auf die Lagerkapazität. Ich habe übrigens meine Insel gebaut, damals. 1893. Wo ich so eine Insel in der Größe hier hatte, die habe ich komplett mit Marktplätzen zugebaut. Die war nur zum Lagern da. Das war einzig und allein nur eine Lagerinsel. Die hat am Ende 1000 Tonnen Lagerkapazität. Das war einfach eine Insel randvoll nur Marktplätze. Aber da hatte ich eh so ein übelst extremen Run gemacht. Das ist schon ewig her. Das ist richtig, richtig, richtig lange her. Da war ich, keine Ahnung, vielleicht 14, 15 oder sowas. Also auch noch bevor ich irgendwie nur ein Video auf YouTube gemacht habe. Das ist schon... Da war ich noch jung, ja. So, wir haben noch ein paar Pioniere. Die sind aber auch hoffentlich bald Geschichte. Und ach so, ja genau, siehst du, das können wir jetzt ja mal machen. Ich wollte ja eine Werft bauen, damit wir die schon mal haben. So. Dann können wir nämlich Schiffchen bauen. Und Material sieht jetzt gerade nicht so rosig aus. Wir könnten theoretisch noch eine zweite Werkzeugschmiede bauen, weil man immer ein bisschen Überproduktion beim Eisen hat. Ne, ich glaube, eine Eisenschmelze kann zwei Werkzeugschmieden versorgen. Beziehungsweise kann auch eine Werkzeugschmiede und eine Schwertschmiede zum Beispiel sein. Ich habe da irgendwo, habe ich tatsächlich noch, ich baue jetzt so ein Ding übrigens, irgendwo habe ich tatsächlich noch so ein Original Anno 1602 Heft. Das lag damals in der Box dabei von dem Spiel, die ich auch noch habe. Und dort in diesem Heftchen stand unter anderem auch drin, wer wie viel versorgen kann, von was und so weiter und so fort. Da waren dann so Grafiken drin, quasi Baupläne in Anführungsstrichen. Nicht wirkliche Baupläne, sondern einfach, hey, du kannst mit einer Eisenschmelze zwei Werkzeugschmieden versorgen und so weiter. Und ebenfalls in dieser Box müssten noch kleine Heftchen sein, die ich damals selbst geschrieben habe. Da war ich 10 oder sowas. Habe ich Heftchen geschrieben, mit wo ich einfach so Tipps und Tricks gesammelt habe zu Anno 1602. Von allen möglichen Dingen, die ich in der ganzen Zeit damals rausgefunden habe. Und diese Heftchen sind richtig Nostalgie. Die sind richtig hart Nostalgie. Und da stehen zum Beispiel Dinge drin wie die effektivste Mauer, die du um deine Stadt ziehen kannst, sind Bäume. In Anno 1602 sind das schlichtweg einfach Bäume. Und warum? Die KI schießt da nicht durch. Die können weder durchschießen, noch erkennen sie es als Mauer, also greifen sie es nicht an. Wenn du eine Mauer baust, da schießen die drauf. Der Unterschied ist, glaube ich, Einheiten können die theoretisch einfach durchschicken, aber ich glaube, das haben die nicht gemacht.
Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich leg da nicht meine Hand für ins Feuer. Aber auf jeden Fall, Bäume sind theoretisch die effektivste Mauer, die du haben kannst. Ja, das ist so eine der Sachen, die da drin stehen. Den genauen Wortlaut weiß ich schon lange nicht mehr, weil das ist ja schon zig Jahre her. Ich meine, ich bin jetzt, wie alt bin ich denn jetzt? 27, glaube ich. Eventuell bin ich 27 Jahre alt gerade. Das ist also schon 17 Jahre her. 17 Jahre. Vor 17 Jahren habe ich dieses Heftchen geschrieben. Ja, das kommt mir auch so langsam vor wie eine halbe Ewigkeit. So, die Steuererträge wachsen. Wir haben noch zwei Pionierhütten. Und sobald die dann quasi auch erledigt sind oder umgebaut sind, haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an, an Leuten hier, worauf wir sehr gut aufbauen können. Ich würde hier gerne noch Hütten hinmachen. Ich glaube, das bietet sich sehr gut an. Die Frage ist, glaube ich, packe hier eine Kapelle hin. Dann so hier. Das funktioniert nicht so gut. Hier und da. Was holt's wieder alle? Ich beschleunige mal wieder. Also ich habe mir vorgenommen, das ein bisschen seltener zu machen mit dem Beschleunigen. Ne, weil es eventuell halt so ein bisschen noch aus dem Spielfluss rausreißt und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche es ein wenig zu beschränken. Früher habe ich das ja immer gemacht. Wenn ihr euch erinnert, da habe ich durchweg immer auf höchster Geschwindigkeit gespielt. Und es ist manchmal auch halt sinnvoll, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn du ihn nur wartest, dass du Holz kriegst. Ja, das ist halt, ich meine, eben ist ein Vulkan ausgebrochen, okay. Das ist schön, aber ja. Ne, deswegen ist, glaube ich, huch, das wollte ich gar nicht. Deswegen ist die Funktion, glaube ich, auch da. Genau dafür. So, jetzt haben wir hier ein paar neue Hütten. Die Steuererträge dürften ordentlich wachsen. Beim Alkohol hoffe ich, dass sich das auf jeden Fall stabilisiert. Wir können schon mal versuchen, Alkohol, wir wollen 50 Tonnen behalten und verkaufen es für 60. Das sind übrigens immer die Optimalpreise. Zu fast allen Items habe ich noch die Optimalpreise im Kopf, also der Wert, zu dem du es immer gut verkauft bekommst und immer gut eingekauft bekommst. Zum Beispiel mit dem Werkzeug mit den 75 Goldmünzen. Das ist auch so eine der Sachen. Ich habe das Spiel halt damals abgöttisch analysiert. Also wirklich, ich habe richtig lange da immer vorgesessen und halt analysiert und ausprobiert und alles. Und irgendwann sind halt diese ganzen Optimalpreise dabei rausgekommen. Und ja, die verwende ich bis heute. So. Okay, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Schön. Gefällt mir. Gut, dann würde ich auch sagen, machen wir für diese Folge erstmal wieder Schluss. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr nach wie vor so viel Freude an dem Projekt habt wie ich. Ich denke, also ich werde jetzt auch nicht viel vorproduzieren. Normalerweise produziere ich ja meistens für eine ganze Woche vor, wenn ich ein neues Projekt anfange. Das werde ich jetzt hier nicht machen, weil ich möchte, dass die Folge quasi schon morgen rauskommt. Also für euch. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Feuerwehr ist unterwegs. Also für euch quasi wurde es gestern released und ihr habt jetzt heute das Video. Für mich ist es der Release gerade vor einer Stunde gewesen und möchte, dass ihr dann morgen direkt das Ganze hier mit mir zusammen genießen dürft. Oder könnt. Dürfen können. Können tun dürfen. Okay, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und Däumchen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen dann erstmal, ne? Tschüss.